Wir haben uns heute nochmal die GeForce GTX Titan zur Brust genommen und zwar diesmal nicht in einfach nur normalen Spielen oder Benchmarks, sondern wir haben uns mal was Besonderes ausgedacht. Und zwar benchen wir die GeForce GTX Titan heute in AMD Tech Demos, also quasi dem Worst Case, der irgendwie möglich ist. Und das ist ganz besonders spannend, weil die meisten dieser AMD Tech Demos, die wir verwenden, finden in der einen oder anderen Form von ihrer Rendertechnik her Verwendung auch in Spielen. So zuletzt bei Tomb Raider, was jetzt eine H-Simulation und Order Independent Transparency benutzt. Und genau dafür gibt es eine AMD Tech Demo und die gucken wir uns jetzt an. So, gerade gestern hat AMD die Katze aus dem Sack gelassen. Der geheime DirectX 11-Effekt bei Lara Croft, Tomb Raider, sind die Haare. Ausnahmsweise mal ein anderes Attribut bei der guten Dame, das im Vordergrund steht. Und zwar sieht man hier ganz gut, so ist der Standardmodus. Also die Haare in groben Strähnen, nicht besonders detailliert. Und das hier ist dann sozusagen der DX11-Modus, den AMD mit den TressFX implementiert hat. Und um diese Haarpracht zu rendern, braucht man etwas, das nennt sich Order Independent Transparency. Und zwar werden da transparente Geometrieschichten auf der Grafikkarte sortiert, sodass die CPU nicht allzu stark belastet wird. Also das ist ein reiner Grafikeffekt und der ist erst mit DirectX 11 möglich. Und wie das wirklich in der Realität, Tomb Raider gibt es leider noch nicht auf PC, wie es in der Realität aussieht, das schauen wir uns mal anhand der AMD Tech Demo an. Und dann testen wir mal die GeForce GTX Titan gegen die 77 GHz Edition. Ob das wirklich ein Radeon-Effekt ist oder ob die GeForce da auch mithalten kann. Und zwar die AMD Tech Demo Mecca, die haben die Kalifornier damals zum Start der Radeon 5800 Serie, also der ersten DirectX 11 Karte, veröffentlicht. Und da sieht man ganz gut, dass hier etliche Lagen an Transparenz übereinander liegen. Normalerweise müsste das Ganze auf der CPU vorsortiert werden, gerendert und das wäre sehr, sehr aufwendig und sehr CPU-abhängig. Und das geht halt mit DirectX 11 relativ flott. Und da machen wir jetzt gleich mal einen kleinen Benchmark, ob die GeForce GTX Titan das auch gut kann oder ob das nur auf Radeon-Karten vermutlich gut laufen wird. Und hier sieht man auch schön im Splitscreen, das traditionelle Alpha-Blending. Hier verschwindet dann ab und zu mal das Schultergelenk hinter was anderem. Also das klappt alles nicht so ganz gut. Und hier sieht es halt so aus, wie es aussehen soll. Und genau derselbe Effekt wird im Prinzip auch auf die Haare von Lara Croft angewendet. Nur halt, dass da keine Gliedmaßen von irgendeinem großen Kampfroboter, sondern einzelne Haarsträhnen ineinander geblendet werden. Und die sollen dann physikalisch korrekt auch um Kopf und Schultern fließen. Das hier ist Dirt Showdown. Und das ist das erste Spiel, was AMDs Forward Plus Technik benutzt. Das ist eine Technik, die kombiniert quasi das Beste von normaler Forward-Renderer-Technik mit dem Deferred-Rendering. Aber es ist ein Forward-Renderer, das heißt, du kannst ganz normal viele, viele, viele Lichtquellen benutzen, was bei Deferred-Rendering gut ist. Und du kannst es kombinieren mit normalem Multisampling. Und das zeigt AMD hier in der Dirt Showdown-Version, die wir hier haben. Und das gibt es auch noch mal als Tech-Demo. Und zwar ist das die AMD Leo-Demo. Die starten wir jetzt mal. Die gab es schon etwas vor Dirt Showdown und die ist unser zweiter Test, weil offensichtlich diese Technik, dieses Forward-Plus-Rendering, halt auch in Spielen genutzt wird. Und da testen wir dann auch die GeForce mal und gucken, ob das vernünftig läuft im Vergleich zur Radeon oder ob AMD da große Vorteile hat und was wir entsprechend dann für zukünftige Spiele vielleicht auch erwarten können.